wirklich Privatsphäre. So, willkommen wieder zur nächsten Folge. Wir fahren gerade runter, sind in der nächsten Mission angekommen. Oh, das ist echt gigantisch. Tanaka? Buck meinte doch, Team Blau musste nicht gegen Prometheaner kämpfen. Ja, aber warum? Tja, Sloan mussten sie auch nicht lange überreden. Glaubst du, Sloan hat sie runtergelassen? Es wäre eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, ja, aber keine Tatsache. Wenn Sloan etwas zu verbergen hat, wollen wir es aus ihm raus. Ah, da kriegen wir schon irgendwie gebacken. Kriegen wir gebacken, Leute. Lit. Sie ruft die Wächter, ihr zu dienen. Was war das? Finden wir es raus. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Stimmt. Bewegung! Ihr seid hier im Unterschlupf des Wächters nicht erwünscht. Ich bin der ewige Wärter. Und ich diene nun Cortana. Cortana? Die anderen Menschen durften passieren. Ihr allerdings nicht. Hört sich nach einer Drohung an. Verlasst den Unterschlupf. Sofort! Das eine Drohung war. Glaubt ihr, das war eine Drohung? Nee, ne? Was ist das für einer? Wo kommt der her? Er ist neu. Verteidigt euch. Ja. Ja, geh du doch. Gott sei Dank habe ich das Ding mitgenommen. Für genau solche Typen. Fress mein Gewehr. Kein Problem für uns Profis mit diesem Gewehr, Alter. Wie gut, dass ich das genau bis zu diesem Typen aufgespart habe. Es wäre sicher ein Kackkampf geworden. Das hat sich wohl erledigt. Noch ein Beben. Nicht gut. Wir sollten weiter. Vier Schuss haben wir noch. Falls noch ein Dicker kommt. Der Wärter hat's beschützt. Er nannte es den Wächter. Cortana ist irgendwie mit diesem Wächter verbunden, was ihn zum wahrscheinlichsten Ziel des Chiefs macht. Finden wir ihn, finden wir auch den Chief. Los. Ah, es geht weiter. Ja, also Gott sei Dank haben wir das Gewehr gehabt. Das hat den einfach weggebumst, Alter. Oh, da war ich ganz froh. Da war ich jetzt ganz froh, dass ich das echt aufgespart habe und gemacht habe. Das schleppst du jetzt mit dir mit. Der Wärter meinte, Cortana hätte sie zu sich gerufen. Sie ist nicht hier. Wow, ganz schön groß, was? Ich nehme an, dass das der Wächter? Buck macht man nichts vor. Keiner rührt sich.
117, stehen bleiben. Sir, Sie sind unerlaubt abwesend. Das ist Ihre Chance, kampflos heimzukehren. Team Blau, stehen bleiben! Ich habe was zu erledigen. Wir kümmern uns jetzt um Cortana, Sir. Den Teufel werdet ihr. Wow. Gestohlener Handschuh. Evakuierungsplan. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Das war echt crazy. Sloan sagt evakuieren. Er weiß es. Ja, wow, ich bin gerade irgendwie baff. Da, der Wächter! Oh nein. Wo zur Hölle will der hin? Der Chief ist dort an Bord. Wir brauchen einen Flieger. Alter, was für ein Vieh. Da ist das Gleiche passiert. Log von dieser Kolonie wird bald nur noch ein Krater übrig sein. Wir können denen nicht eins ihrer Fluggeräte wegnehmen. Unser Pelican ist auf dem Weltraumlift. Den könnten wir benutzen. Die anderen Kolonien? Es gibt noch mehr Wächter. Ich mache mir im Augenblick nur um den direkt vor uns Sorgen, Bale. Aber warum ausgerechnet er? Wieso ist der Chief nicht auf einem anderen Wächter? Ich glaube, Cortana hat ihn bewusst als Ersten aktiviert. Was sind das für Viecher, Mann? War vernünftig, du ruinierst die ganze Stimmung. Ich will fahren. Komm drauf, ihr Lachsnecken. Ja, fahr ich wieder nicht, oder was? Doch. Oder? Doch, ich sollte fahren. Oh, verdammt, ich bin ein bisschen perplex gerade noch. Ich fand die Filmsequenz so mega cool gerade wieder. Oh. Hier spricht Governor Sloan. Wer auch immer sich noch auf dem Planeten befindet, sollte sich so schnell wie möglich zum Weltraumlift begeben. Die letzten Shuttles werden bald starten und sie warten nicht. Governor Sloan, war vernünftig. Bereit zum Abheben. Achtung, die hängen an dir dran.
Ich will fahren. So. Jetzt steigt doch alle ein hier. Was machst du? Ja, nimm das Teil. Hauptsache, wir fahren weiter hier. Ah. So ein Stress. Aber jetzt gehen wir quasi zurück zum Weltraumlift. Nur über die Brücke. Oh, wie zerstört die auch ist. Einfach überfahren, die Scheiße. Aus dem Weg. Ich muss nach Hause. Ich will nach Hause telefonieren. Können wir den Pelican per Autopilot wieder zu uns runterkommen lassen? Mayday, Mayday, stehen unter Beschuss. Wir sind getroffen. Nicht solange diese Schiffe hier alles vom Himmel schießen. Ah, auf. Wir müssen irgendwie evakuieren hier. Hopp. Ich bin echt im Autofahren hier in Halo. Ist echt nicht mein Ding, du. Oh, verdammt. Komm ich da durch? Ich glaube, wir müssen zu Fuß weiter. Zugang zum Weltraumlift. Tut mir leid, Spartans. Zu viele suchen deinen Schutz. Sie würden abgeschlachtet werden. Verstanden, Governor. Osiris, sicher den Bereich, damit die Tür geöffnet werden kann. Bam! So, jetzt haben wir wieder eine bessere Waffe. Auf sie! Oh Gott, ich sollte hier weggehen. Hauptsache das viel wegmachen in der Luft. Ah. Ich will das Ding haben. Ach, das habe ich wahrscheinlich schon in der Hand. Überall Tote. Ja, nicer, nicer. Ich muss unbedingt den hier loswerden. Ja. So. Nein. Nein. Ich bin so dumm. Ich hätte mehr in Deckung gehen sollen. Hallo? Ach. Ich hatte gerade Angst, dass das Spiel abgestürzt ist. Governor Sloan, wir brauchen Zugang zum Weltraumlift. Tut mir leid, Spartans. Zu viele suchen deinen Schutz. Sie würden abgeschlachtet werden. Verstanden. Osiris, sicher den Bereich, damit die Tür geöffnet werden kann. Geh kaputt. So, jetzt wieder Waffe wechseln. So, jetzt helfen wir mal in Ruhe. So, hier müsste irgendwas sein. Da ist ein Gegner. Easy. Einfach easy. Okay. Einmal hier rum. Ich glaube, über uns ist einer. Ah. Ich geh mal hier hoch. Ich will mal gucken, ob hier oben was Tolles ist. Oh ja. Oh ja. Aua. Diese blöden Viecher, ne? Da ist noch einer. Aua, aua. Ihr Schweine. Geht kaputt. Okay. Ab damit. Okay, nice. Oh. Wir kommen jetzt gleich voran, Leute. Wir kommen jetzt gleich voran. Das ist ein bisschen heikle Situation. Keine Panik, keine Panik. Zentrale weiß nicht, ob dieser Funk weltraumtauglich ist. Das wird nichts. Wir brauchen einen anderen Weg, um die Leute zu evakuieren. Oh. Ja, die sind down. Alle hoch, Leute. Party, Party. Fahrstuhltür öffnet sich. Da sind Freunde und so. Ja. Kommt rein, Kollegen. Oh. Wir haben es geschafft. Wir sind hier drin. Sie sind gut.
Sie hat mich gewarnt, das stimmt. So konnte ich das Überleben meiner Leute gewähren. Die Dinge werden sich verändern. Für uns alle. Egal ob Menschen oder Erschaffene. Es ist der Beginn eines neuen Zeitalters und ich will ein Teil davon sein. Meine Zeit ist abgelaufen. Ihnen allen viel Glück und auf Wiedersehen. Plötzlich, aber unwahrscheinlich, Verrat. Feuer frei. Sind wir jetzt in Dings in 7 drin? Ne, wir sind immer noch Mission 6, ne? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen irritiert, aber das bin ich ja immer. Eigentlich würde ich jetzt gerne cutten gleich. Deswegen. Ja, ich bin immer noch in 6, ne? Ja. Ich hab gesagt, ich wollte eigentlich missionsweise probieren. Deswegen machen wir mal weiter. Oh, meine Nase juckt die ganze Zeit. Das ist echt nervig. Die ganzen Fliegenden. So, einmal hier durchbrechen. Noch irgendwo Gegner? Ja, der muss weg. Gebiet gesichert. Oh, wir gehen mal dahin. Nimmt wieder in Bewegung. Findet die Kontrollkonsole. Da ist sie doch. Halt da wieder an. Ich nehme das Lichtgewehr mit, ja. Nein, Lichtgewehr. Hab sie. Danke. So. Sloan sagt, dass sich etwas verändern wird. Wir wissen, dass Cortana Kontakt mit ihm aufgenommen hat. Ist sie auch hinter dem Wächter her? Der Master Chief scheint das zu glauben. Wenn sie also da ist, wo wollen die hin? Wenn wir bei Pelican sind, finden wir es raus. Dass der Master Chief Befehle missachtet, um Cortana zu suchen, ist klar. Aber wieso der Rest von Team Blau? Die kannten sie doch gar nicht. Die Mitglieder von Team Blau sind gemeinsam im Spartan 2 Programm aufgewachsen. Sie haben schon mehr Einsätze bestritten als jedes andere Feuerteam im UNSC. Sind eine Familie. Genau. Okay, komm, ich hoffe mal, dass wir heile jetzt oben ankommen. Das sieht nämlich nicht so gut an. So. So, wir haben jetzt schon mal gut welche erwischt. Shit, keine Muni mehr. War hier nicht eben noch? Ja, nice. Okay. Sind da noch welche? Ich weiß es gerade gar nicht. Da. Komm her. Okay, da war noch einer. Nicer, nicer. Keine Probleme hier. Wir fahren auch weiter Richtung nach oben jetzt hier. In Ruhe. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ah, das Gewehr haben wir auch noch. Nice. Oh. Oh nein, wir werden langsamer, oder? Genau wie in New Alexandria. Wir überleben mit letzter Kraft. Das alles nur, damit wir, was, weglaufen können und alles hinter uns lassen? Genau das ist es. Zwischen weglaufen und überleben, um weiterzukämpfen. Tanaka hat recht. Die Menschen wachsen über sich hinaus, wenn sie etwas aus dem Nichts erschaffen. Wir geben nie auf. Sie reißen es ab, wir bauen es wieder auf. Ja. So ist das Kreislauf des Bauens und Lebens. Oh oh. Okay, wir haben den Obertypen da mit der Megawaffe tot. Okay, der ist down. Oh Gott! Yes! Ich hätte gerne eine dicke Waffe gehabt. Wo ist sie denn? Ist sie weggefallen? Ah ne, da liegt sie. Hallo, wo seid ihr? Kuckuck. Irgendwo da müsste der sein. Geht doch.
Haben wir ihn. Und mal weg damit. Ja, wieder eine schöne Schrot, Alter. Hallo? Kann mich jemand hören? Ich befinde mich in der Meridian Station. Alle sind tot. Governor Sloan ist nicht hier. Ich... Hallo? Jemand da? Nein. Sloan ist weg und hat seine Leute im Stich gelassen? Wenn Cortana hinter diesem Wächter steckt, hat sie hier mehr Schaden angerichtet als er. Wir werden herausfinden, was hier wirklich vorgefallen ist. Und wir werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Achtung! Mehr Prometheaner! Oh! Au, Kacke! Au, Kacke! Au, Kacke! Moment, Moment, Moment! Aus dem Weg! So! Nein! Da war einer von der Seite. Ich hab den nicht gesehen. Rettet mich einer. Bitte, 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 bitte. Schirm. Shit ist leer. Oh, ich war dumm. Ich hatte irgendwo noch ein Ding liegen. Ich hatte irgendwo noch ein Ding liegen. Das müsste hier irgendwo liegen, oder? Da ist es. Fress alles, was ich habe. Yeah. Ah, wie gut, dass ich das Ding habe, ne? So, drei Schüsse haben wir noch. Ich höre den Gegner. Der müsste da sein. Was ist das? Was ist das? Ich hoffe es. Ich hoffe, das war's. Was soll das? Vielleicht eine Art Signal. Da braut sich was zusammen. Alter, wie riesig das Teil auch ist. Transporter 3 an Gruppe, Warnung, das Ding fängt an sich zu bewegen. Alter. Keine Ahnung, was das ist. Das ist so gigantisch, ne? Okay. Alles in Ordnung? Was war das? Erstmal fliehen. Die Bremse des Lifts hat einen Zusammenbruch verhindert, aber sie wird nicht lange halten. Bin dabei. Ich bin dabei abzuhauen. Wenn sie abstürzt, dann bestimmt nicht, weil Spartan sie als Kletterstange benutzen. Noch ein paar Zwischenplattformen zum Pelican. Wie weit ist das? Weiter als uns lieb ist, könnte aber schlimmer sein. Phaetons haben unser Visier. In Bewegung bleiben! So, weggepuncht. Wir rennen einfach mal weiter. Ja, komm. Ich bin wieder runtergefallen. Really? Du sollst hier hoch. Danke, danke. Ah, nicht wieder fallen. Danke, danke. Hydra-Werfer. Ich nehme mal die Bazooka mit. Warum nicht? Komm her. Oh, ich hätte warten sollen, ne? Na? Ich treffe den nicht. Ich bin zu blöde. Komm schon. Ja! Ja! Okay. Oh. Nein, ich treffe einfach nicht. Habe ich ihn erwischt? Ich weiß es nicht. Ja! Einen habe ich wieder erwischt. Hydra-Werfer. Okay, der Hydra-Werfer bringt nicht so viel. Rettet mich mal einer. Ja.
haben wir hier? Der Pelican ist immer noch über uns. Ja. Ich treffe den letzten Arsch da nicht. Egal, wir gehen weiter. Wir gehen jetzt einfach weiter. Juckt mich jetzt nicht. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Einfach weiter. Dieses Gerüst wird nicht noch eine Schockwelle einstecken. Ja, Papa. Ich wander mal weiter. Oh Gott, das ist zu viel Spannung hier. Geh kaputt. So, jetzt aber. Jetzt tun wir auch wieder auf die Soldaten. Ich auch. So. Kriegen wir ja. Haben sie den Dicken jetzt hier tot machen? Au ja, au ja, au ja, au ja. Okay. Nein, ja. Oh. Haben wir down, haben wir down, haben wir down, down, down. Einmal nachladen, alles hier bitte. Alter. Ich glaube, dieses Ding wird bald umfallen. Zur Hölle. Wir riskieren es, den Autopiloten zu aktivieren. Rufe den Pelican. Nichts, Autopiloten. Der Pelican ist direkt da draußen. Macht schon, Leute. Wow. Das will ich gar nicht wissen. Schnell zur Pelican. Wie riesig das Vieh ist. Lauf, lauf, lauf. Alle an Bord, sofort. Oh Gott. Ey, das ist gerade so Stress, Stress. Flucht. Gab es noch 5 weitere Vorfälle. Also 11 Kolonien. Ich muss einen Weg finden, das zu beenden. Der Wärter hat Dr. Halseys Theorie bestätigt. Cortana aktiviert die Wächter. Aber nicht diesen. Noch nicht. Sonaion, eine Kultstätte auf Senghelios. Vor Allianzzeit. Ein Wächter auf der Heimatwelt der Eliten? Wenn wir ein Team absetzen, haben wir Zugriff auf den Wächter. Senghelios ist tabu. Die da oben wollen mit diesem Krieg nichts zu tun haben. Aber nur, weil sie meine tolle Idee noch nicht kennen. Dieses Geräusch ist ein verschlüsseltes Muster. Paarige Quantenphasen-Sets. Hyperraumkoordinaten einer Blutsväterkarte. Wenn Locks Team dem Wächter die auf Meridian erhaltenen Koordinaten einspeist, bringt er sie dahin, wo auch der Master Chief ist. Tom, wir können das beenden. Aber dafür müssen wir nach Senghelios. Ich treffe die Vorkehrung. Lied. Da ist noch einer.
Was hat Cortana vor, Chief? Warum hat sie uns hergebracht? Gehen wir weiter. Ah, ich spiele den Chief. Der Krieg hinter den Toren. Im nächsten Part. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.